Habt ihr Arschhaare? Das ist Emily Furz. Und sie datet heute 7 Jungs gleichzeitig. Jede Runde fliegt einer raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur einer übrig. Stell dich doch mal vor. Hi, ich bin Emily, ich komme aus Köln. Ich bin Streamerin und YouTuberin. Und was suchst du in einem Typen? Einen guten Charakter, guter Humor. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert, denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir diesmal, wie immer, 100 Euro. Also viel Glück und jetzt geht's in die Folge. Drei, zwei, eins. Was dein erster Eindruck? Ganz gut. Also ja. Das sind halt Schuhe, ne? Welche Schuhe findest du am coolsten? Am coolsten finde ich, glaube ich, die vorletzten, die Dunks, sind ganz nice. Aber am cleansten sind die dritten. Ich glaube, Chucks sind das, ne? Ja, findest du die dritten cool? Ja, die sind halt Standard, ne? Also normal. Okay. Also hättest du zum Beispiel einen Freund, welche Schuhe würdest du ihm am ehesten kaufen? Die Dunks, weil die so ein bisschen besonders sind. Also die stechen heraus. Ich finde das mal cool, wenn man so ein bisschen anders aussieht. So different. Hast du eine Frage? Ja, ich würde mal, glaube ich, ganz... Oh, der ist erst richtig groß. Ich sehe da schon die Haare. Alter, das haben wir noch nie. Ich wollte fragen, wie alt seid ihr? Kandidat Nummer 1, wie alt bist du? Ich bin 20. 20, okay. Kandidat Nummer 2, wie alt bist du? Ich bin auch 20. Okay. Kandidat Nummer 3? Ich bin 25. Mhm. Ich bin 22. Okay. Ich bin 20. Ich bin 20. Ja, ich bin 18. Jo, alles klar. Ich bin auf jeden Fall älter als 20. Ah, es geht ganz schnell heute, ne? Also ich glaube, der Letzte ist damit schon raus. Der 18-Jährige ist leider ein bisschen zu jung. Okay, fair enough. Okay, Kandidat Nummer 7, du kannst jetzt hervorkommen. Hello. Oh, hi. Es tut mir leid. Ja, alles ich wollte ihn nicht so schnell rauswerfen, aber wir müssen ja realistisch bleiben. Ne? Ja, ja. Du bist leider zu jung, aber du bist echt ein hübscher junger Mann. Und du hast auch eine schöne Stimme. Ja, danke. Danke, danke, dass du hier warst. Sorry. Dass du da warst. Tschüss. Ja, du riechst auch voll gut. Ja. Oh nein. Schlechtes Gewissen? Ja. 3, 2, 1. Was ist dein erster Eindruck? Die erste Hose finde ich richtig fresh. Echt? Ich mag Baggy-Hosen. Ich habe auch selber eine weite Hose an. Die zweite ist eigentlich auch ganz nice. Dritte Hose auch sehr, sehr wild. Lederhosen. Die dritte passt auch so gut zu dir einfach. Ne? Aber die vierte, finde ich, passt am besten zu mir, oder? Also ich liebe Schlafhosen. Ich glaube, das ist keine Schlafhose, aber ich trage selber auch immer für Events oder wenn ich rausgehe generell Schlafhosen. Toll. Ja. Liebe ich. Schmuck auch bei allen sehr gut. Zeigt mal alle eure Hände. Boah, die haben alle Ringe. Außer letzter. Okay, na, zeigt ruhig eure Nähe. Okay. Boah, die sind alle sehr gepflegt. Ihr wusstet auf jeden Fall, was auf euch zukommt. Tattoos, sehr gut. Tattoos sind immer gut. Richtig gut, okay. Ja. Okay, oh, Cartier-Armband. Okay, ist einer hier ein bisschen mehr. Okay, gut. Okay. Nee, also seid ihr vom Herzen gegönnt. Welches Outfit findest du auf Anhieb das Uncoolste? Oh, das Uncoolste, was sind das für Fragen? Also das Uncoolste würde ich jetzt nicht sagen, aber so, was ich am wenigsten feier, ist das Zweite. Es tut mir so leid. Es ist halt so, ich glaube von den Schuhen und das ist so, keine Ahnung. Also es sieht auf jeden Fall trotzdem gut aus, aber kennst du die Leute, die so schwarze Air Force anziehen? Ja. Die trinken auch so Monster Energy. Ja, und, ich so. Ahn, was du meinst. Das gibt mir so diese Vibes. Nee, nee. Er sagt, nee. Aber die sind ja alle wirklich nice, das sage ich gerade nicht nur so. Sondern die sind wirklich alle echt gut angezogen. Und alle auch sehr gepflegt. Seid ihr gläubig? Die Frage hatten wir noch nie. Krass. Kandidat Nummer 1, bist du gläubig? Also ich bin katholisch, wurde auch getauft, hatte Kommunion und so alles. Aber ich würde mich selbst nicht als gläubig betiteln. Mhm. Okay. Kandidat Nummer 2, bist du gläubig? Also ich wurde auch katholisch getauft, ganz klassisch. Aber tatsächlich, ich bete auch nicht oder so. Ich bin noch am rausfinden, was es so gibt und was für mich der richtige Weg ist. Mhm. Aber ich bin auf jeden Fall zu nichts abgeneigt. Okay. Kandidat Nummer 3? Also bei mir ist es so, dass ich auch getauft worden bin, aber ich bete auch jetzt nicht in der Kirche, sondern falls irgendwas ist, dann bete ich schon. Und ich glaube an das Manifestieren auch manchmal. Es klappt manchmal ganz gut. Ja. Okay, weiter. Ich bin Moslem und versuche natürlich, meiner Religion nachzugehen. Natürlich fällt mir das manchmal schwer, aber man versucht es halt. Ja, also ihr sagt ja immer, ihr betet nicht und alles. Generell, gläubig sein heißt ja nicht nur beten, sondern auch generell eure Beziehung zu Gott, wie die so ist. Könnt ihr ruhig mal beantworten. Kandidat Nummer 5? Ich bin gläubig und ich bin auch Moslem und ich finde die Religion sehr wichtig. Trotzdem ist jeder Mensch der gleiche Mensch. Okay, Kandidat Nummer 6? Ich bin auch gläubig, ich bin auch katholisch und ich würde sagen, dass ich
wirklich an Gott glaube und hatte auch schon die Überlegung, dass ich anfange, in die Kirche zu gehen und ja. Okay. Das sagst du jetzt so, jetzt auf einmal. Warte, bist du gläubig? Ich bin gläubig, ja. Darf ich euch direkt mal die nächste Frage stellen? Wie hoch ist euer Bodycount? Ist so die Standardfrage, glaube ich. Kandidat Nummer 1, wie hoch ist dein Bodycount? Also das ist in der heutigen Gesellschaft nicht mehr normal, aber wie wir ehrlich sind bei dem Format, ist es tatsächlich noch 0. Nice, okay. Voll gut. Ja. Kandidat Nummer 2, wie hoch ist dein Bodycount? Ja, same. Also keine Ahnung. Irgendwie. Also du musst ja quasi nur eine Zahl sagen. Es ist nicht so, als ob noch nie was passiert wäre so. Aber entweder man war einfach nicht, also selber hat man sich nicht getraut oder die andere Person war noch nicht ready oder so. Immer so Geschichten halt, ne? Alles aber, gut, du musst dich nicht rechtfertigen. Also 0. Auch. Ja, auch 0. Okay. Ja. Kandidat Nummer 3. Bei mir kann man das von einer Hand abzählen. Ich bin sehr vorsichtig bei meiner Entscheidung, mit wem ich intim werde. Und dementsprechend ist mein Bodycount eben. Ja, von einer Hand abzählbar. Kandidat Nummer 4? Ich kann mit sehr, sehr viel Stolz sagen, dass mein Bodycount noch bei 0 liegt. Okay. Kandidat Nummer 5? Bei mir ist sie auch einstellig, weil ich leider sehr picky bin. Aber warte mal, warte, stopp, stopp. Was heißt denn einstellig? Ab 5 oder unter 5? Ungefähr 5. Ungefähr 5, okay. Plus, minus. Also über 5, okay. Kandidat Nummer 6? Mein Bodycount ist 1 und allein aus dem Grund, weil ich sowas nur in der Beziehung mache und sowas nicht außerhalb machen würde. Boah, das ist krass. Aber krass, oder? Nice. Ich find's echt cool, dass ihr, also ich find's auch richtig stark, sagt so, okay, das hat für mich eine Bedeutung, Geschlechtsverkehr, und hat halt noch so Wert. Also ich glaube, wenn jetzt irgendwer gesagt hätte, ich hätte jetzt über 20, hätte ich das nicht so gefeiert, aber war ja keiner dabei. Also wenn ihr nicht gelogen habt, ne, könnt ihr auch lügen. Okay, basierend auf diesen beiden Fragen musst du jetzt eine rauswählen. Ey, ihr seid alle so gut angezogen. Okay, dann entscheide ich mich leider gegen 1. Ja, ich weiß gerade in einem Glitch? Ja, die Schuhe sind nicht so weit. Kandidat Nummer 1, du musst leider raus. Kannst hervorkommen. Hi. Jo, hi. Da bist du ja riesig. Boah, du bist so groß. Oh mein Gott. Jetzt kommt die Standardfrage. Spielst du Basketball? Ja, ja, ne? Immer wenn ich jemanden großen sehe, frage ich das. Konntest du gerade oben drüber gucken? Ja. Du bist echt groß. Oh, also die Hose ist richtig cool. Ja, die Hose ist richtig cool. Danke. Aber die Schuhe waren es nicht für mich. Ich musste, weil die alle so gut aussehen, musste ich mich dann einfach gegen die Schuhe entscheiden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Komm, lass dich nochmal. Sehr gerne. Oh. Tschüssi. Du kannst direkt weitermachen. Direkt die nächste Frage und dann musst du noch einen rauswählen. Die nächste Frage wäre, habt ihr Arschhaare? Und wenn ja, wie macht ihr die weg? Oder macht ihr die überhaupt weg? Gut, wir fangen bei 1 an, oder? Fangen wir mit dieser ganz wichtigen Frage an. Also ich bin ehrlich, ich hätte manchmal gerne so viel Haare im Gesicht wie im Arsch. Oh, gute Antwort. Richtig gute Antwort. Grundsätzlich habe ich jetzt noch nie ein Arschhaar-Entfernungstutorial angeguckt, aber ich bin immer schon ein Fan davon, die wegzumachen, weil es auch ein bisschen unhygienisch ist und so. Also ich bin auch so generell beim Thema so Arsch abwischen so immer Feuchttücher muss, weil alles andere ist einfach so, alles andere ist ein bisschen eklig, so wenn da noch ein bisschen so scheiße geht, so, ja, keine Ahnung. Oder man lässt es einfach trocknen und dann bröckelt das von alleine ab. Aber das ist auch nur so ein Vorschlag. Ja, wie jeder mag, ne? Also ich bin auch gegen nichts negativ eingestellt. Kandidat Nummer 2, hast du Arschhaare? Ich habe Arschhaare und ich mache mir die erst weg, wenn die halt dann wirklich stören beim Stuhlgang. Hey, also imagine, du musst jetzt so richtig fett scheißen, also so richtig dringend. Dann gehst du erstmal noch unter die Dusche und rasierst die weg. Das, also, dann ist doch schon zu spät. Nee, ich merke das dann, wenn die einfach zu lang werden, dann schneide ich die weg. Aber ich habe auch eine japanische Toilette, also ich bin gepflegt auf jeden Fall. Du hast ein BD? Ja. Eine Arschdusche hast du? Wie cool! Boah! Ab sofort immer bei Kandidat Nummer 2 kacken gehen. Okay, ich gebe weiter. Perfekt. Auf jeden Fall habe ich Arschhaare. Die flechte ich auch manchmal. Nein, Spaß beiseite. Also jeder Mensch hat, denke ich, Arschhaare. Ich treibe halt privat sehr viel Sport und im Sommer ist es halt ganz schlimm wegen dem Arschwasser. Das stört halt extremst. Und deswegen bin ich halt dazu verpflichtet, die halt wegzumachen. Cool. Nee, ist wichtig. Ist wichtig. Ja. Ja, Kandidat Nummer 4. Also natürlich habe ich welche. Und ich mache die eigentlich ganz einfach mit dieser Haarentfernungscreme weg. Weil mit dem Rasierer finde ich das irgendwie zu schwierig. Und mit dieser Creme, die man drauf macht, ist das eigentlich ganz einfach. Knistert das manchmal so? Also so? Ganz leicht schon, ja. Ganz leicht? Ganz leicht. Findest du das gut? Nicht so. Kitzelt. Okay. Gut. Findest du das gut? Kandidat Nummer 5. Hast du Arschhaare? Ich habe Arschhaare und die sind sogar gelockt, aber ich mach die schon das ein oder andere Mal weg. Gelockt? Im Monat. Warte, also hast du auch Locken auf dem Kopf? Ja, klar. Cool, Locken sind immer gut, egal wo. Sehr gute Antworten. Also mir ist es auch tatsächlich egal, ob ihr Haare am Arsch habt oder nicht. Oder wie ihr die wegmacht. Ich wollte einfach nur damit so ein bisschen, ne, gucken, wie die damit umgehen. Also, ja. Also ob die jetzt selbstbewusst damit umgehen.
ob die jetzt sagen, wie, und keine Ahnung, so, weißt du, was machst mein? Ja auch so sehr so in-your-face-Content und ich glaube, es ist voll cool, wenn du mit jemanden hast, mit dem du auch so auch Spaß lachen kannst, so, ja. Nicht, so nicht nur wegen meinem Content, ich bin ja auch privat so. Ja. Ich mag es, über alles zu reden und zu lachen und man darf sich selber auch nicht ernst nehmen. Ja, und das hat keiner von denen gemacht, deswegen seid alle, boah, ihr seid so gut, alle. Mist! Du musst jetzt trotzdem einen rauswählen. Auf Basis ihrer Arschfarbe. Die haben alle so gute Antworten gegeben. Fuck. Auf die Enthaarungscreme, auf die Locken, auf das Geflochtene. Die Antworten waren alle so gut. Mann! Okay, warte, wer hatte nochmal Bodycount über 5? Ja, der mit der weißen Hose. Ja, dann er leider raus, tut mir leid. Kandidat Nummer 4, du kannst jetzt hervorkommen. Hey! Yo! Oh Mann! Scheiße, wieso sehen alle gut aus? Ja. Meistens gibt es immer so irgendwie so drei, die so ugly sind. Ja, nee, ist meistens Spaß. So. Du hast richtig schöne Augen, du siehst echt gut aus. Ach, Mann, ihr seid alle so toll. Oh, du riechst richtig gut. Jean-Paul Gaultier-Skandal. Skandal, okay. Und deine Tattoos sind auch echt nice. Oh Mann, ich liebe Tattoos und auch rote Tattoos, mag ich voll. Voll gut. Naja, passiert. Naja. Ne? Dann bleibe ich wohl weiterhin. Ciao. Tschüss. Das kannst du immer noch in die Hand schneiden. Ne. Dann. Nächste Runde. 3, 2, 1. Yo! Oh Mann! Es wird nicht schlimmer, es wird immer besser. Das ist das Problem. Welchen also findest alle. Du am besten? Also jetzt vom Style her Nummer 2 auf jeden Fall. Der Rest ist halt auch nice. Scheiße, 3 ist halt auch gut. 4 ist gut. 3 sieht aus wie du in männlich. So vom Fit her. Ja? Ja. Kann ich irgendwie Hilfe kriegen? Ja. Kann ich meinen Joker? Ich habe einen Joker dabei. Ja, hol deinen Geht das? Joker. Ja? Lisa, komm mal her jetzt. Ich bin der Joker. Hallo Lisa. Weil ich so gut Entscheidungen treffen kann, nicht? Ja, wir können beide nicht so gut Entscheidungen treffen, aber wir beide vereint. So geht's dann so, ne? Ist so ein bisschen zusammen noch, geht klar, dann. Ja. Ich habe erstmal eine Frage, warum Nummer 2 die ganze Zeit die Arme so hält. Stimmt. Ach so? Nee, die Hände sind noch vorne. Die sind so, du bist so versteift. So. Ach so, nee, bist du eine gewisse... Lass mal locker. Eine gewisse Körperspannung. So. Nein, locker lassen. Einfach so. Gott, die werden nach vorne so. Also, soll ich die Frage cool. beantworten? Ach so, ja, klar, beantworte die Frage. Ja, ich kletter und mache sehr viel Sport. Ich surf und dann ist eine gewisse Körperhaltung halt eben nicht so entspannt, aber ja. Alright. Ich gebe mein Bestes. Hey, der baut eigentlich die ganze Wow, das war echt eine gute Frage, Lisa. Ja. Hast du noch eine andere gute Frage? So, zum Beispiel steht ihr eher auf blonde oder auf braunhaarige Frauen? Okay, kann Seid aber ehrlich. Sagen. Aber nee, seid mal ehrlich. Seid wirklich ehrlich. Ihr könnt ruhig ehrlich sein. Blond oder brünett? Kandidat Nummer 1? Rot. Nein, war es blond. Blond. Blond ist cool. Blond? Okay. Ja. Braunhaarig. Brünett. Voice Crack. Alles gut, ich habe auch immer Voice Cracks. Finde ich brünett. Gut. Ja, bei mir ist sogar ganz eindeutig braune Haare, weil blonde Haare sind einfach nichts für mich. Das ist meine Runde. Ja. Ja. Also Kandidat Nummer 1 findet blond super und die anderen 3 halt braun. Okay. Das ist ja dann eigentlich... Es ist sehr, sehr klar dann. Dann würde ich tatsächlich sagen? Nummer 1 rauswählen. Nummer 1 wird rausgewählt. Okay, Kandidat Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. Hey! Sorry, ich mag nur deinen Pulli voll. Ja. Aber ich muss mich halt immer entscheiden und ihr seid wirklich alle gut gewesen. Auch coole Sonnenbrille. Ja. Danke, dass du hier warst und Locken sind auch immer sehr gut. Aber ich bin weder blond noch brünett. Nee, ich bin weder blond noch rothaarig. Aber rot war echt. Nee, aber rot ist schon geil. Also ja, kann ich kann verstehen. Gut sein, ja. Siehst du? Ich hab dich ja gespawnt. Das war, ja. Mir ist es eigentlich egal. So. Nein, du hast gerade gesagt, dass rot ultra geil ist. Nein, rot ist wirklich geil. Rot ist eine gute Haarfarbe. Ciao. Okay, Halbfinale. Halbfinale, ich muss schon mal sagen, was mir aufgefallen ist. One Piece! Monkey D. Luffy! Er hat ein One Piece Shirt an. Das ist richtig gut. Das ist, Anime, das ist sehr ne? gut. Ist Anime und ich bin ein One Piece Fan. Das ist schon mal sehr, sehr gut, sehr sympathisch. Aber leider muss raus. Nein, Spaß. Ich stelle jetzt noch meine Fragen. Ja? Kann ich euer Hintergrundbild sehen? Ah, auf euer Handy-Hintergrundbild? Ja. Okay. Nichts ändern, ne? Okay, Kandidat Nummer 1. Zeig mal dein Hintergrundbild. Auf dem Hintergrund sieht man Ski Master Slumgod. Das ist mein Lieblingsrapper. Ich war mit ihm auf dem Rolling Loud. Finde ich gut. Genau, das ist so mein Idol. Und du bist auch auf Discord. Okay. Ja. Oh, wow, die DMs kommen. Toxic, nein. Ja. Okay. Mhm. Aber warst du das im Hintergrundbild auch? Nee, das ist ein Sänger. Nee, ich und er. Ja. Wir haben es getroffen. Hey, man soll es halt wieder aussehen. Das ist so schön. Hey, sag das doch mal. Okay, ich habe zum Glück nicht so drauf geachtet. Okay. Das sind die Augen von meiner Mutter. Aber man halt sieht ja.
Genau, das ist halt herangezoomt, herangezoomt, weil ich die Augen meiner Mutter halt schön finde, quasi. Versteht ihr? Aber das sieht man doch nichts. Man sieht ja nicht. Ja, ich sehe da selber, das ist ja. Also. Also du siehst die Bedeutung da. Genau, richtig. Okay, okay. Sieht, ist sehr süß, aber. Also man sieht zwar nichts, aber das ist sehr, sehr süß. Also das ist schon mal sehr gut. Ein Pluspunkt. Ja, das ist cool. Weil ich finde es so toll, das ist auch für mich so der größte Plus, wenn man so einen guten Bezug zu der Familie hat. Genau, meiner ist von meinem Kindheitsanime Inazuma Eleven. Normalerweise hatte ich gestern noch einen anderen drin, dass sich der ändert zu Harry Potter und dann wieder dazu. Das ist richtig cool. Ich finde das richtig nice. Also Anime ist sowieso top. Was sagst du zu der Handyhülle? Handyhülle? Oh, Sasuke! Ist auf jeden Fall auch ganz gut. Auch One Piece. Auch gut. Sehr, sehr nice. Finde ich richtig, richtig cool. Okay, basierend auf deren Hintergründen musst du jetzt einen rauswählen. Oh. Das ist. Also ich finde das richtig süß, dass Nummer 2 seine Mama als Hintergrundbild hat. Ja. Es tut mir auch richtig leid. Oh, okay. Aber du musst leider raus. Nicht deswegen. Warum? Einfach eine Gefühlssache? Ja, tut mir leid. Du bist so unpredictable irgendwie. Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass du Nummer 2 rauswählst. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich mache. Ich mache gerade wirklich so Zufallsmodus. Weil die alle drei einfach perfekt sind, so. Okay, dann Kandidat Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Aber jetzt bin ich aufgeregt. Ich auch. Hey! Wiedersehen, macht Freude. Hä? Ich kenne ihn von irgendwoher. Oh, stimmt! Er war bei Nahim Sky. Er kenne den Fremdgeher, ne? Du warst, glaube ich, nicht der Fremdgeher, nein, oder? Natürlich nicht. Okay, ey, danke, dass du dabei warst. Auf jeden Fall richtig süß, auch mit deiner Mama. Ja, die Hose habe ich eigentlich für das erste Date, aber. Die Hose ist richtig geil. Also, die Hose fand ich am besten. Wirklich. Danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Ciao. Man muss sich halt entscheiden. Ihr macht es mir aber auch echt schwer, ne? Ihr habt mir wirklich so die Besten der Besten rausgesucht. Na, doch, es ist so. Es ist so. Also, wenn man jetzt. Ja, die Antworten waren top. Aussehen. Auch alle. Keiner Red Flag oder so. Ah, von sowas hätte ich sowieso nichts. Also, ja, Red aber Flag, keiner, der Green jetzt, Flag oder aber jetzt so. Aber keiner, der gesagt hat, so, du gehst jetzt nicht ohne mich feiern, weil. Ach so, ja. Ach, das ist auch okay. Fände ich jetzt auch nicht schlimm. Also, wenn man anständig miteinander kommuniziert, dann würde ich sagen. Anyway, Finale. Finale, okay. Aber da will ich aber mehrere Fragen stellen, oder? Dann stelle ich jetzt mal ein paar Fragen und basierend auf die Antworten werde ich dann meinen Gewinner wählen. Alright. Emily stellt euch jetzt einfach ein paar Fragen hintereinander und ihr könnt die ganz schnell beantworten. Alright. Wer ist euer Lieblingsstreamer? Du. Okay, nächste. Du? Willi? Ja, nee, du kannst. Ja, okay. Wer ist euer Lieblingsstreamer außer ich? Okay. Papa Platte. Okay, raus, nein, Spaß. nein. Kevin, ne? Grüße gehen raus. Wer ist euer Lieblingssänger oder Sängerin? Oder Band, whatever. Hot Chili Peppers. Oh. Baby Keem. Wer? Baby Keem. Okay. Steht ihr so auf Girly Girls oder so auf coolere Girls? Ich stehe auf coolere Girls. Okay. Bei mir ganz beides sein, ist mir eigentlich komplett egal. Okay. Eine Mischung ist vielleicht ganz gut. Mhm. Monte oder Eli? Monte. Okay. Ich bin Sub im 12. Monat bei ihm auch. Bei Monte? Ja. Eli hätte ich jetzt auch nicht schlimm gefunden, ich finde die beide cool. So, wohin das erste Date? Ja. Ich würde dich abholen, spazieren gehen und wenn da so die Chemie zwischen uns passt, dann würde ich zum Essen gehen, weil es sehr kalt ist in der Jahreszeit. Und ich bin ganz klassisch, ich würde auch bezahlen. Okay, ich würde dich aber nicht zahlen lassen, aber okay. Also ich bin ein richtiger Fan von Nightwalks und das wäre so mein erster Gedanke. Wenn es nichts für dich wäre, musst du mitgehen. Okay. Ja, Kinder? Ja, ich hätte sehr gerne 2 Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Und der Junge sollte älter sein, damit er auf die kleine Schwester aufpasst. Oh, okay. 2? Bei mir waren es immer 3. Aus dem Grund, weil ich immer gehofft hatte, dass es 2 Mädchen und ein Junge wird. Und vor allem ein Sohn muss es sein, damit ich mit dem Fußball spielen kann. Okay, selbst gut, wenn er gut. Was anderes machen will, dann ist aber, es. Aber, boah, 3 Kinder rauspressen sehe ich mich jetzt nicht. gute Antwort. Hund oder Katze? Hund. Katze. Okay. Gut. Hund oder Katze? Hund, natürlich. Hund. Hund. Definitiv Hund. Oh, kennst du okay. meinen Hund? Nein. Oh, du musst doch, den süßen Zwergschwitz. Ja, natürlich, der ist so süß. Okay. Ich muss sagen, die Antworten fand ich bei 1 richtig, richtig toll. Mhm. Bei 2 so halb. Aber wenn ich. Ja. Also der Rest passt halt komplett, ne? One Piece ist auf jeden Fall. Aber ich habe mich schon entschieden. Okay, dann sag. Ich entscheide mich für 1. Woo! Oh, es tut mir leid. Ihr seid beide toll. Kandidat Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Ja. Hello. Hi. Hey, dich kenne ich auch irgendwoher. Nice. Oh nein! Wir waren in derselben Folge. Hi! Hallo. Oh Gott!
Aber richtig sympathisch bist du. Dankeschön. Cooles Shirt, cooles Extra Outfit, geile Schuhe. Und ich wollte auch direkt die Connections machen hier Anime. Ich wusste das ja alles vom letzten Mal von Naim Sky noch, deswegen. Ach krass. Ja. Nein, du hättest aber ehrlich antworten sollen. Aber du nein, bist also Fan. Und ich habe mich sogar umgeändert. Zorro ist jetzt aktuell besser, weil okay. Weiß doch wegen ja. Den neuen Folgen. Guckst du die neuen Folgen? Ja klar. Cool. Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen. Nicht spoilern. Nein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Dankeschön. Ja? Danke. Kannst du dich hinsetzen. Tschüss. Okay, bist du bereit für deinen Gewinner? Ja. 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 Er ist der Gewinner. Ja. Der Gewinner kann jetzt hervorkommen. Yo! Oh! Hi. Cool. Cool, dass du da bist. Darf ich dich umarmen? Natürlich. Oha, du bist voll süß. Oh, also voll. Liebe. Du siehst gut aus, danke, du riechst danke. Gut, schöne Augen, Locken, finde ich super. Locken finde ich richtig gut und Tattoos. So, wenn man jetzt nach dem Äußeren geht, ne? Aber ich bin ja nicht oberflächlich, deswegen deine Antwort war richtig, richtig ja, gut. Danke. Genau. Was denkst du? Super. Ja. Wir sehen uns in Malle. Also ich bin nächste Woche auch am Start. Auf Malle? Crossing, echt? Ja. Ah, cool. Dementsprechend, also wenn's. Oh, könnt ihr da euer erstes Date haben? Ja, ich muss da ganz viel arbeiten, aber wir sehen uns da. Aber jetzt könnt ihr direkt euer erstes Date haben. Cool, ja, let's go. Hab ich die wieder zusammengebracht. Die Liebe.